Willkommen zurück zur nächsten langen Folge in Richtung Endspurt oder im Endspurt in Richtung FIFA 23 unserer FC Bayern München Karriere. Wir starten heute rein ins erste Spiel der UEFA Champions League Saison. Wir als Titelverteidiger gegen Olympique Lyon. Ich denke mal, wir werden in dieser Folge so 4 oder 5 Spiele machen und ansonsten natürlich viel simulieren, um eben schnell durch diese letzte Saison mit den Bayern zu kommen. Mit folgender 11 gehen wir heute in die Partie. Zimmermann, Tian, Schwarz, Upamecano, Robinson, Kimmich, neben Meier, Gasch, Davis, Musiala und Collard. Der neue Eden Hazard, der Belgier, den wir von OSC Lille geholt haben, heute als Stürmer. Der Mann mit der Nummer 7 kann alles vorne spielen. Heute ist er als Stürmer gefragt, denn Barisic, unser junges kroatisches Stürmertalent, dem möchte ich jetzt hier nicht gleich die Startelf geben und Lorenz braucht mal eine Pause. Das hier ist OL, gegen die haben wir glaube ich erst noch nicht allzu langer Zeit gespielt, oder? Kann das sein? Auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass sie Martial zurückgeholt haben. Finde ich richtig, richtig cool. Ansonsten auch eine sehr interessante Mannschaft. Rossi im Tor, Dest, Verissimo, Quaresma, Drame, Rein Adelang, Gonzalez, Hauge, Kunja, Damsgaard und vorne eben Anthony Martial. Boah, erster Abschluss, OL von Kunja, Ex-Bundesligaspieler. Collard schickt das erste Mal Davis. Ja, wir sind auf jeden Fall der klare Favorit in einer Gruppe noch mit Molde ist es, glaube ich, oder? Und Newcastle, wenn ich mich nicht irre. Riesengelegenheit jetzt. Jens-Peter Hauge, der nächste Ex-Bundesligaspieler und der macht es. Wir sind noch nicht so richtig auf dem Feld hier die ersten 11 Minuten. Also das ist wirklich bis jetzt wenig. Hinten unsortiert, vorne noch ideenlos. Ja, wir verpennen ein wenig die Anfangsphase. Musiala, Kieran, Collard, jetzt vielleicht das erste Mal die Gelegenheit für ihn, hier vorne Akzente zu setzen. Nimmt Gasch nochmal mit. Und Gasch dann zu überhastet, der junge Flügelflitzer der Bayern. Oh, was ein Ball in die Tiefe. Schwarz, zum Glück noch da. Ja, das wäre richtig ekelhaft geworden, wenn der angekommen wäre. Collard macht den Ball fest, aber boah, wir haben echt noch Probleme, uns hier rauszuspielen hinten. Davis vorne rein, Musiala, Collard mit rechts und der ist drin. Erstes Tor für die Bayern durch den Belgier. Ich weiß gar nicht, ob es sein Debüt ist oder ob er schon mal eingewechselt wurde. Aber das ist so ein geiler Spieler, ne? Aber ich fühle den so krass. Aussehen, Rückennummer, Nationalität. Von welchem Verein wir ihn geholt haben. Es stimmt alles bei ihm. Und jetzt der erste Treffer mit rechts, mit einem schwachen Fuß. Rossi sieht dann nicht perfekt aus. Hätte vielleicht noch die Arme mit hinnehmen müssen. Er haut einfach mal drauf und hat ein bisschen Glück. Der Ball schlägt ein 1:1 durch den Belgier. Oh, OL kommt wieder, Digga. Was ist das für ein Schuss? Was ist das für ein Schuss von Damsgaard? Hilfe, sie gehen wieder in Führung. Ein bisschen aus dem Nichts zum Beginn von Durchgang 2. Also nach deren Führungstreffer kam wenig. Martial lässt hier Herrn Schwarz ganz schlecht aussehen. Und Damsgaard dann mit dem perfekten Schuss in Pfosten rein. Keine Chance für Zimmermann. Ja, eine Zeit für die Flanke. Die kommt leider aber völlig ins Nichts. Ja, wir sind jetzt natürlich an der Antwort bemüht. Wir haben natürlich auch noch viele Leute, die wir von der Bank bringen können. Und wir werden noch Leute von der Bank bringen müssen, um einfach alle Spieler in diesem hochbesetzten Kader zufriedenzustellen. Gasch jetzt findet er vorne Collard erstmal nicht. Oh, nächste Gelegenheit, OL Kimmich im letzten Moment noch dazwischen. Also die Franzosen, die sind absolut dabei. Wir wechseln, Torschütze geht runter, dafür kommt Zako, Barisic rein und Xabir kommt für Kimmich auf die 6er-Position, also 2 Neuzugänge drin. Ja, der Kroate vorne, der bringt natürlich jetzt auch nochmal ein anderes Stürmerprofil mit als 1,85 großer Stürmer, auch einer, der mal per Flanke gesucht werden kann. Oder halt hier direkt, oh, das gibt's nicht. Zako Barisic. Das ist ein Start. Das ist ein Start. Der lange Lulatsch da vorne. Die neue Nummer 9. 19, glaube ich. 19 Jahre jung. Und gleich das Tor. Erster Ballkontakt für die Bayern. Robinson nochmal zurück. Und dann ist es Elias Meier. Perfekt progressiv rein. Und auch er trifft mit dem schwachen Fuß. Sehr, sehr schön. Der linke, er kann es auch mit dem. Das beweist er hier gleich. Oh, OL! Und Zimmermann endlich mal mit einer Parade, der eingewechselte
Paqueta war es. Mit einem super Abschluss und Zimmermann zeigt wieder seine Weltklasse. Die Ecke danach wird auch nochmal gefährlich. Komm, weg damit. Ja, die lassen wir weg. So, letzter Wechsel. Davis geht runter. Fernandes kommt nochmal rein. Nochmal eine Standardsituation. OL, die gehen hier auf Sieg in München. Das ist echt stark. Die kommt auch echt nicht verkehrt. Aber jetzt gibt es die Konterchance. Gasch und Barisic wären schon mal dabei. Hinten vielleicht auch Fernandes jetzt. Der wird jetzt mit reingenommen. Fernandes, was kann er von der Bank unserem Team noch bringen? Wir bleiben erstmal dran. Ja, dann ist er weg. Und der nächste gute Ball. Damsgaard. Oh, Julian Schwarz. Riesentat. Riesentat von unserem neuen Innenverteidiger. Da noch ranzukommen. Martial hätte den so reingehauen. Sulemana jetzt auch noch drin. Uiuiuiui. Also die gehen hier wirklich volle Kanne auf den Sieg. Aber es ist ja auch möglich, weil wir nicht gut verteidigen heute. Naja, nochmal ein guter Ball für Fernandes. Fernandes in die Mitte, oh, abgeblockt, Gasch, kriegt er nochmal Tian in die Verlosung, Tian, ja, das ist leider nicht Barisic, sondern nur Musiala, nochmal Gasch, nochmal hoch rein, Barisic mit dem Rücken zum Tor, macht den super fest, Junge, was haben wir da für ein Sturmjuwel, das ist ja geisteskrank, wie er den festmacht und der Abschluss mit links, dieser drahtige Typ da vorne, Junge, ich bin jetzt schon verliebt in den. Martial geht jetzt noch runter und wir haben die Chance, per Ecke vielleicht hier noch in Führung zu gehen. Gasch legt sich das Ding in, die kommt super. Upamecano übers Tor. Robinson, nochmal Barisic. Ja, den will er sich auf rechts legen. Ja, das war's jetzt wahrscheinlich. 3 Minuten Nachspielzeit gab es, aber die sind jetzt vorbei. Die Bayern als Champions-League-Sieger, sie starten nur mit einem Unentschieden gegen sehr, sehr starke Franzosen. Also die haben sich hier heute echt den Punkt verdient. Es war das Spiel der Debütanten, Barisic und Kolar, beide mit dem Tor. Ja, das war schon mal stark, aber jetzt müssen wir halt auch wirklich die 3 Punkte in der Champions League demnächst mitnehmen. Währenddessen möchte ich auf einen Ex-Spieler von uns eingehen. Übrigens hier bei Real Madrid spielt einfach Pepe 2.0, das finde ich auch so cool. Aber auf einen Ex-Spieler, den wir erst in diesem Sommer abgegeben haben, und zwar ganz, ganz spät, und zwar natürlich Jansen. Und guckt euch bitte an, wie der abgeht bei RB Leipzig. Guckt es euch an, der jetzt nach 91. Junge, das wird so ein geiles Duell, wenn wir gegen RB spielen. Und das werden wir wahrscheinlich noch in dieser Folge tun. Ende Oktober werden jetzt erstmal ein paar Spiele simulieren in der Liga. Champions League simulieren, das simulieren. Und dann habe ich eigentlich Bock, auswärts in Newcastle zu spielen, gegen RB zu spielen. Und Pokal will ich auch gerne mitnehmen. Und dann mal gucken, vielleicht in dieser Folge auch noch das Spiel gegen den BVB. Bevor wir allerdings mit dem Schnelldurchgang der Simulation starten, möchten wir noch ein paar Verträge verlängern. Wichtige Verträge sind die von Upamecano, Kimmich, Davis, Masraoui, die nehmen wir erstmal jetzt alle mit. Die Ersatztorhüter, das gucken wir uns im Winter nochmal an. Wir starten mit unserem Kapitän, der ja mittlerweile auch ein bisschen abbaut. Dementsprechend wird der Vertrag angepasst. Er ist nur noch wichtig, nicht mehr Schlüsselspieler. Mit Shabir haben wir ja auch schon seinen Nachfolger im Team. Freigabesumme gibt es keine. Und auch beim Gehalt wollen wir anpassen. 120.000. Mal gucken, was er dazu sagt. Mit Einstiegsboni und Einsatzboni nehmen wir das Ganze an. Unser Vizekapitän, das ist Dayo Upamecano. Der ist nach wie vor ein Schlüsselspieler. Deshalb soll er auch um 3 Jahre verlängern. Das klappt mit dem Franzosen. Ja, für ihn wird es gehaltstechnisch nochmal ein wenig nach oben gehen. 140.000. Wir sind so, ja, nimmt er an. Super Ding. Ein ähnlich wichtiger Spieler ist natürlich Alphonso Davies. Auch mit dem wollen wir nochmal um 3 Jahre verlängern. Und dann ist auch nicht ausgeschlossen, dass es da nochmal einen Anschlussvertrag geben wird. Keine Freigabesumme, so gehaltstechnisch. Und mit einer 91, das ist natürlich schon heftig. Ich biete mal das gleiche wie bei Upamecano. Und das lehnen sie tatsächlich ab. Ist natürlich auch ein bisschen verständlich, weil ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ein Peter Ziegler verdient hier 180.000. Können wir gleich nochmal nachgucken. Masraoui nur wichtig. Ja, sehe ich. 2 Jahre sehe ich auch. Wichtig nur, weil Tian ja mittlerweile für mich der erste Rechtsverteidiger ist bei uns im Team. Dementsprechend ja, passt die Rolle ganz gut. Und gehaltstechnisch würde ich da auch eher versuchen, etwas runterzugehen. Ich biete ihm mal 120.000. Mit Einstiegsbonus nimmt er das an. Ja, Peter Ziegler, der verdient sogar 200.000. Und De Ligt war es mit 180.000. Und der hat ja sogar ein Gesamtrating weniger als
Fonsi dementsprechend will Fonsi wohl auch so in den Bereich. Da wird er, denke ich, dann auch hinkommen, weil wir wollen mit ihm durchaus verlängern. Ja, jetzt werden die Verhandlungen sich aber erstmal etwas ziehen. Mit diesem Team geht es in die erste von vielen Schnellsimulationen rein. Ich glaube, Debüt für Van Leuven. Den haben wir ja noch am Deadline Day ganz, ganz spät vom VfL Bochum aus der zweiten Liga geholt. 4-1. Viermal Ziegler. So, jetzt wer? Oh mein Gott, das sind alle vier Peter Ziegler. Beide standen ja an der Startelf und es ist viermal Peter Ziegler. Wahnsinn. Mit Kolar vorne im Sturm geht es jetzt gegen den VfB Stuttgart. Top-Duell, Erster gegen Dritter. Also wir sind Erster, Stuttgart ist Dritter. Was wird es? Nur ein 2-2, Davis und Musiala treffen für uns. In den monatlichen Jugendberichten, gab es einen neuen Spieler, Kilian Koller. Ja, aus Österreich, schneller Mann für einen Flügel, nehmen wir mal mit und wir gehen rein in die nächste Simulation. Champions League auswärts gegen Molde FK. Ihr seht die Mannschaft, Kimmich mittlerweile nur noch eine 85, der ist im freien Fall der Mann. Gehen wir rein, was wird es auswärts in Norwegen? Ist das richtig? Ich hoffe. Lorenz trifft, Fernandes trifft, wir gewinnen 2-1. Nächste Simulation, zu Hause gegen Hoffenheim in der Bundesliga, die vorletzte, bevor wir wieder selbst spielen. Musiala trifft und Meier das erste Mal für die Bayern. Danach war jetzt erstmal Länderspielpause, in der wir ein Angebot für Mats Meier Schneider bekommen haben. Den wollen wir gerne noch verkaufen. Und ja, vielleicht wird er zu Herakles nach Holland wechseln. Heute gegen Mainz darf Barisic mal in der Startelf stehen. Mal gucken, was das wird. Auswärts bei Mainz, Musiala, Meier erneut und Van Looyen. Unser holländischer Linksverteidiger trifft auch. Und jetzt spielen wir wieder selbst Champions League erneut gegen Newcastle. Der dritter Spieltag in der Champions League für die Bayern geht's auf die Insel in St. James Park. Und ja, wir spielen gegen Newcastle. Etwas überraschend, die sind mittlerweile in der Champions League hier in Karrieremodus angekommen. Angeführt wird die Mannschaft unter Daddy Howe von Lienhardt, dem Österreicher, der bei Freiburg spielt. Ja, und die haben eine ganz coole Mannschaft. Und in der Infotank haben sie noch Koundé oder Kude, nicht da fehlt ein N. und vorne haben sie Rivera. Also zu Koundé, den haben sie von Valencia, glaube ich, erst in diesem Sommer geholt. Ist ein großes Innenverteidiger-Talent, der Mann hier mit den grau gefärbten Haaren. Ist auch ein absoluter Riese, wenn ich das richtig sehe. Ja, auf den hatten wir auch auf dem Zettel. Und vorne dieser Rivera, das ist der Region von Suarez oder Cavani, ein Uruguayer. Der hat eine 88, also der hat auch was drauf. Und das ist die Bayern-Mannschaft für heute. Zimmermann im Kasten, dann Tian, also ist die gleiche Viererkette wie schon gegen OL, Tian, Schwarz, Upamecano, Robinson. Davor heute Schabir und Meier, Ziegler, Fernandes, Peter Ziegler und Lorenz. Ja, dieses Mal wollen wir natürlich besser in die Partie reinstarten. Vielleicht ja mit Peter Ziegler, abgefälschtes Ding. Und gleich mal eine Ecke, der Mann, der ja gegen Köln mal eben 4 Tore geschossen hat. Bruder Oliver Ziegler tritt jetzt diese Ecke. Die kommt eigentlich ziemlich gut. Der Torhüter passt auf. Vielleicht nochmal der zweite Ball. Ja, da sind die Zieglers wieder. Nochmal hinten rein für Lorenz. Koundé ist zum ersten Mal zur Stelle. Klar, Oliver Ziegler. Fernandes steht im Weg. Fernandes. Peter Ziegler mit links. Nicht verkehrt. Ja, hier der Spieler im Fokus. Rivera, den meine ich. Der Mann mit der Nummer 10. Sturmpartner ist Sanko. Ein Holländer, der in der Realität bei Stuttgart spielt und glaube bis jetzt großes Verletzungspech hatte. Der ganz, ganz junge Mann. Jetzt die nächste Gelegenheit für uns. Oliver Ziegler. Nächste tolle Parade. Oliver Ziegler durchgesteckt. Samuel Lorenz. Und das ist die Führung. Die alte Kombination. Die 20 auf die 10. Es hat schon so oft geklappt. Aber ja, die Gegner wissen es natürlich. Aber es ist nicht zu verteidigen. Die beiden. Oliver Ziegler und Samuel Lorenz. Ja, die werden wir vermissen. Die werde ich auf jeden Fall vermissen. Und ich denke ja auch. Unfassbare Abschlussqualität von dem Mann mit der Nummer 10 und von den Vorlagen mit dem vom Mann Nummer 20 müssen wir auch nicht reden. Oh Mann, Alter. Kacktor des Jahres. Kacktor des Jahres. Lienhardt, ja, Ausgleich. Newcastle, aus dem Nichts, eine Ecke. Upamecano kriegt den Ball einfach nicht weg und dann spielt er ihn direkt vor Lienhardt und dann ist der andere Innenverteidiger nicht gerade glücklich, ja, Julian Schwarz fälscht das Ding unhaltbar ab, die hätte Zimmermann zu 100% gehabt, aber
Ja, so ist er machtlos. Naja, boah. Ich weiß, warum der schon ein paar Tore geschossen hat. Digga. Ey, oh, Maja, Junge. Also, in den habe ich mich auch schon ein bisschen verliebt. Der ist wirklich auch richtig stark. So, jetzt kommt Ribeiro. Das sieht hier nach einem ganz kritischen Ding aus. Ja, da zieht schwarzes Foul. Und ich glaube, das hat Konsequenzen für den Uruguayer. Das war so nicht gewollt, weil ich glaube, der muss raus. Das da. Das hat gar nicht gewusst. Ja, das ist jetzt ganz bitter. Ah, das wollte ich natürlich nicht. Das wollte ich nicht. Verletzt sich da leider der Uruguayer. Bitter. Rivera raus. Fürs Spiel für uns natürlich toll, aber wir wollen es natürlich immer mit den Besten messen. Und so ist das halt ein bisschen ungünstig. Es sollte natürlich nur diese Torschance dort verhindert werden und nicht der Stürmer gleich mit rausgenommen werden. Jetzt gehen wir beide noch im Rückstand. Ja, also bis zum 1-1 hatten wir das Ding hier so krass im Griff. Danach ist jetzt Newcastle immer besser reingekommen. Die Flanke ist auch nicht schlecht auf Kude. Aber jetzt ist der Ball weg und es geht in die Pause. Digga, boah. Sanko tanzt uns da einmal richtig aus. Nur Zimmermann nicht. Gut, dass du den besten Torhüter der Welt noch hinten drin stehen hast. Und deine Verteidigung wieder mal überfordert ist. Boah, ist der perfekt, der Ball. Mann, Lorenz will es zu schön machen. Er hatte doch Zeit, ihn noch anzunehmen. Schade, nächste große Chance, die wir liegen lassen. Hilfe. Junge, Junge, Junge. Ey, dieses Spiel. Es ist das Spiel der vergebenen Chancen. Es ist einfach das Spiel der vergebenen Chancen bei beiden Teams. Bei Newcastle wurde gerade der deutsche Flügelspieler Milan Sigmund eingewechselt. Und bei uns kommen jetzt Kolar und Bustamante rein. Für Xabir, der leider gar kein Faktor war. Und für Oliver Ziegler, der durch ist. Jetzt werden wir ein drittes Mal wechseln müssen. Oh, das ist bitter, Tian. Tian muss raus. Der hat so gut gespielt in letzter Zeit. Muss raus, ich werde ihn ersetzen. Klar, nochmal rüber auf Fernandes. Jetzt vielleicht nochmal die Gelegenheit. Fernandes geht rein. Ja. Uns fehlt so ein bisschen das Selbstvertrauen, habe ich manchmal das Gefühl, nach dieser guten Phase jetzt auch von Newcastle und diesem sehr, sehr glücklichen Ausgleichstreffer. Wir sind nicht mehr so da wie vor dem 1-1. Und jetzt haben wir ja auch noch ein Riesenproblem, denn wir werden gerade gnadenlos ausgekontert. Kolar, was kann er nochmal hier dem Team geben? So einen Pass zum Beispiel! Und das ist der Late Winner. 90. Minute, Doppelpack Samuel Lorenz. Der Belgier mit der Vorarbeit. Wunderbar. Da sind wir doch. Jawohl. Jawohl. Nice. Nice, nice, nice. Ja, ich weiß, also beide Teams hätten in Führung gehen können. Beide Teams hätten in Führung gehen müssen. Vielleicht Newcastle noch etwas mehr, weil die hatten so viele Chancen. Am Ende ist es halt die individuelle Klasse von Lorenz, der sich hier gegen zwei Innenverteidiger wieder durchsetzt und damit die Bayern zum Jubeln bringt. Kurz darauf ist dann auch Schluss. Die Bayern, sie jubeln. Der zweite Sieg im dritten Spiel. In der Champions League ist eingetütet und jetzt geht's weiter gegen RB. Nach dem Spiel der vergebenen Chancen, 11-17 Schüsse, geht es jetzt rein gegen RB und vor allem in das Duell gegen Marlon Jansen. Getrübt wurde der Auswärtssieg natürlich durch die Verletzung von Tian und jetzt ist auch klar, die bittere Erkenntnis, er wird 4 Monate mit einer Außenbandverletzung ausfallen. Richtig, richtig bitter. Heute geht es rein für die Bayern, aber gegen RB und da muss der Fokus wieder da sein. Und ja, das Team ist natürlich auch ohne den Chinesen sehr gut aufgestellt. Kolar wird heute wieder vorne drin starten. Masraoui, De Ligt, Albrecht und Van Looyen. Die Viererkette, Kimmich, Bustamante, Ziegler, Musiala, Davis und dann eben Kolar vorne drin. Lorenz erstmal nur auf der Bank. Und jetzt gucken wir auf RB mit Remiro im Tor. Dreierkette davor mit Petersen. Auch einen guten Transfer gemacht, glaube ich, erst in diesem Sommer. Und den Top-Transfer in diesem Sommer haben sie auch getätigt. Marlon Jansen, 150 Millionen an die Bayern überwiesen. Und er bildet hier ein Wahnsinnssturmtrio mit Gedesh und Youssoufa Moukoko. Viele Blicke werden natürlich heute auf diesem jungen Mann hier liegen. Marlon Jansen, ey, gleich mal mit einem Foul sich gegen Ex-Teamkollege Masraoui vorstellt. Ja, natürlich, Riesentalent, die Bayern wissen es, aber der Spieler wollte gehen, weil, ja, ein bisschen mangelnde Perspektive natürlich bei den Bayern mit einem Lorenz vorne drin herrschte und auch die Bayern waren nicht unfassbar zufrieden mit ihm, aber dass der unfassbar stark sein kann, das wissen wir und jetzt hat er hier eine 91
bei seinem neuen Verein direkt zum Start. Ich bin super gespannt auf ihn. Der Linksfuß, der kann das Tor treffen. Das wissen wir. Wenn er mal in Position ist, dann trifft er auch sehr, sehr häufig. So, jetzt kommen wir aber erstmal über Oliver Ziegler und Davis und der Torwart lässt prallen. Ramiro, der Spanier, lässt prallen. Davis nutzt das aus. Frühe Führung für die Bayern. 8 Minuten hat es gebraucht. Die Vorlage würde auf das Konto von Oliver Ziegler gehen, am Ende aber aufs Konto von Ramiro, der den ersten Ball zwar gut pariert von Davis, aber ja, da kopfschüttelt er ihn, weil den lässt er dann halt direkt wieder vor den Kanadier zurückprallen und der nutzt das aus. Oliver Ziegler setzt sich gleich erneut durch. Flankenmöglichkeit, da ist Musiala. Ja, nicht nein, ich flank nie wieder. Oh Mann, Alter, Jamal liegt auf dem Boden. Ja, jetzt bringt es mir auch nicht, über Marlon Jansen hier zu reden, denn ja, einer unserer wichtigsten Spieler liegt da. Und dann steht er jetzt wieder, Bustamante, Collar wird gesucht, nicht gefunden. Peter Ziegler sitzt, glaube ich, auf der Bank, der wird sich jetzt warm machen. Er bekommt das erste Mal, Kudos, sehr gut von Albrecht, aber es geht weiter. Nächste Gelegenheit, wieder unsere Nummer 5. Sehr, sehr robuster Verteidiger. Und der jetzt hier auch noch gefoult wird. Es gibt die gelbe Karte für Gedesch. Ja, Peter Ziegler ist nicht auf der Bank heute. Dafür Samuel Lorenz. Er kommt jetzt früh rein für den verletzten Musiala. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Zwei, ja, schwer Verletzte jetzt hier innerhalb von 2 Spielen. Darauf könnte ich wirklich verzichten. Collar wird auf die 10er-Position zurückgehen. Und das war der erste Distanzschuss von Kudos. Oh, Marlon Jansen, nein! Und da passiert es wirklich. Der Mann, der vor wenigen Wochen noch, der hat ja zum Saisonstart noch Tore für uns gemacht. Noch für die Bayern traf, trifft jetzt gegen die Bayern. Und er jubelt auch noch. Zimmermann ist absolut bedient, zu Recht, weil, ja, man weiß doch, dass der das kann. Und das ist halt, wie auf der anderen Seite, ein etwas unglückliches Tor, weil der Ball doof abprallt und dann, ja, auf den Starken von Marlon Jansen und dann ist das unhaltbar aus der Distanz und das wissen wir. Mokoko Gedesch! Da fokussieren wir uns komplett auf Jansen und dann läuft Gedesch da einfach rein. Doppelschlag RB. Doppelschlag. Der Portugiese macht es auch. Mokoko, super Vorarbeit. Wir konzentrieren uns voll auf Jansen und der zieht den Raum frei für seinen Mitspieler und der mit dem 2:1, der Lift kommt zu spät, unhaltbar für Zimmermann. Ach du Kacke, es könnte noch wilder kommen. Es könnte noch schlimmer kommen. Zimmermann verhindert es erst und dann ist es das nächste Kacktor. Bruder, was ist denn jetzt los? Hilfe, Mucki macht es. Zimmermann großartig, dann prallt der Ball vor von Leuen. Und anstatt, dass der ihn einfach ins Ausklärt, ja, knallt er ihm voll gegen Schienbein. Zurück zu Gedesch. Ich weiß gar nicht, ist der überhaupt noch dran? Der ist irgendwie dran, glaube ich. Es ist kein Abseits. Und Mokoko mit dem 3:1. Hallo. Es reicht doch, 3 Gegentore in 7 Minuten zu kassieren. Wir brauchen jetzt nicht 4:12 zu machen. Dave ist jetzt vielleicht mit der Antwort. Also irgendwie verteidigen, da hat irgendwie keine Mannschaft so richtig Lust heute drauf. Nächster guter Ball, De Ligt, mach es weg. Danke sehr. Also RB, wirklich dieser Dreiersturm, dann noch flankiert von 2 Schienenspielern mit André Linje und Rafinha. Das ist so brutal. Und jetzt wird hier vielleicht noch Petersen nach einer Ecke, Distanzschuss und noch ein Abschluss. Jansen, Kudos, trifft den Ball nicht. RB könnte hier auf 5:1 führen. Der Ball jetzt von Lorenz auf Oliver Ziegler. Das ist brotlos, das ist dann ein bisschen brotlos. Aber weiter geht es. Ja, Van Looyen müsste jetzt vorne mal mitmachen. Da kommt der Niederländer, die Flanke war aber auch wirklich nichts. Oliver Ziegler flankt das Ding mal raus für Masraoui. Durchgang 2 läuft mittlerweile. Ja, RB hat uns schwer beeindruckt und eingeschüchtert. Lorenz, guter Ball. Oliver Ziegler nur noch quer. Collado. Das schafft er tatsächlich, den dann. Ja, es war schwer. Es war nicht einfach, muss man sagen. War der Torwart noch dran? Nee, war er nicht.
Aber gut herausgespielt. Wenn wir so weitermachen, dann werden wir unsere Tore bekommen. Erster Wechsel bei RB. Hudson-Odoi ersetzt Rafinha. Dennis, Collard, Bustamante, Lorenz drin. Sehr, sehr schön. Nur noch 3:2. Lorenz macht seinen Job. Auch von der Bank. Ja, Kimmich. Kimmich, De Ligt. Bam. Nochmal gewechselt. Erst stand Collard da, um das Ding reinzuhauen. Aber nein. Diese Löffelbälle, die gehören Kimmich. Und De Ligt ist da. 3:3 Ausgleich. Wird das hier wieder so eine wilde Partie zwischen RB und den Bayern? Es scheint so. Es scheint so. Geiles Ding. Perfekter Ball. Und De Ligt, super Kopfball über den Torwart hinweg ins Netz. Hudson-Odoi vielleicht mit der Antwort von RB Mokoku. Oh, wie diese zweite Bälle immer wieder beim Angreifer landen in diesem Spiel. Also auch bei uns. Ah, das ist krass, das ist krass. Ja, Van Looyen sieht erneut leider überhaupt nicht gut aus. Also das war gar nichts. Albrecht ist dann leider zu weit weg. Ja, und Mokoku, ja, der ist nicht so verkehrt hier in der Karriere mittlerweile. Oliver Ziegler, Grundlinie, Collard. Also das Freak-Game der Saison, das haben wir schon mal abgehakt. Erstes Bundesliga-Tor für den Belgier. Und ja, Oliver Ziegler, das ist seine Qualität. Entweder er zieht Höhe des 16ers zum Tor, schließt ab, oder er geht halt in die Tiefe. Und kriegt den Ball hier perfekt natürlich auch von Lorenz serviert und der findet dann auch noch Collada in der Mitte. 4:4, unfassbar. War auch die letzte Aktion des Belgiers, er geht runter ebenso wie Alphonso Davies, Gasch kommt rein und Barisic vorne drin. Lorenz geht jetzt auf die 10. Oh, Mokoku Zimmermann. Ich weiß nicht wie, aber er hält das Ding. Kimmich, okay, Masraoui. Barisic! Und 5-4! Auch er mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Barisic macht es. Der Typ sieht so cool aus, ne? Das ist unfassbar. Kimmich komplett, weiß nicht. Zieht das ganze Mittelfeld auf sich. Da ist überhaupt keiner. André Linus sonst wo gegen Masraoui. Und er legt ihn quer, Barisic, der hat die Eier, macht selbst, obwohl Lorenz auch dabei gewesen wäre. Und es steht 5:4 für die Bayern. Also, mich würde es nicht wundern bei der Partie. Gasch. Oh, Remiro fliegt. Ein Ball auf Neto, der mittlerweile auch noch von der Bank kam. De Ligt. Richtig gut. Gibt sogar Abstoß, 3 Minuten nur noch. Boah, die Nachspielzeit nur 2 Minuten, Digga. Ja, weiß nicht, ob diese Partie nur 2 Minuten verdient hat. Da kommt nochmal Neto. Gegen Masraoui, der Vorlagengeber bis zum entscheidenden 5:4. Marlon Jansen bis auf sein Tor. Nicht viel von ihm zu sehen. Und wir gewinnen jetzt diese Freak-Partie gegen RB. 5:4. Unfassbar. Die Torchancen, die ja, Newcastle und Bayern im letzten Spiel liegen gelassen haben, die waren heute auf jeden Fall allesamt drin. Am Ende waren es einfach 13:17 Torschüsse, also 17 für RB. Musiala nur 5 Tage raus, let's go, gute Nachricht. Wir werden gegen Bielefeld jetzt übrigens doch in die lange Simulation gehen, weil wir haben ja gegen die schon den Saisonauftakt gespielt. Und deshalb, ja, wird das, glaube ich, auch mit der langen Simulation passen. Hauptsache, wir fliegen nicht raus. Und dafür werden wir dann noch auf jeden Fall gegen den BVB heute spielen. So, und dieser Schneider wurde verkauft. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gesagt hatte. Auf jeden Fall, er wurde verkauft. Er wird uns dann im Winter verlassen. Das zweite Duell für uns gegen unseren Ex-Spieler Santos, den wir ja vor der Saison dorthin verkauft haben. Die Nummer 22 trägt er bei Bielefeld. Bei uns hofft man im Tor. Albrecht muss heute notgedrungen Rechtsverteidiger spielen. Wir haben halt nur Masraoui und Tian ist halt 4 Monate raus. Sehr, sehr bitter. Schwarz, Upamecano, Robinson, Xabir dann neben Bustamante, Gasch und Fernandes über die Flügel. Peter Ziegler auf der 10 und vorne drin darf Barisic starten. Ja, und das ist gleich die Führung durch Barisic. Alter, der Typ ist so geil, ne? Ich feier den jetzt schon. Oh, Antwort. Santos mit der Vorlage auf Müller. Nur noch 1:1. Barisic, oh ja, schade, wir haben mittlerweile zweimal gewechselt, Davies und Meier sind drin, Meier für Bustamante, Davies für Albrecht, Robinson spielt jetzt als Linksfuß-Rechtsverteidiger, nicht perfekt, aber naja, so ist es halt gerade, und Davies Linksverteidiger. So, die letzten Minuten laufen, kommt Jungs, macht das hier noch,
Jetzt greife ich gleich ein. Peter Ziegler, immer nochmal. Die Bayern, Barisic. Und da sind wir doch. Peter Ziegler, Punktlandung. So Jungs, 5 Minuten das jetzt über die Zeit bringen. Ich habe jetzt noch Oliver Ziegler für Peter Ziegler eingewechselt. Gasch geht auf die 10er-Position. Das machen wir jetzt doch wohl. Und dann sind wir eine Runde weiter im Pokal. Sieht gut aus. 90. plus 1. Und jetzt sollte Schluss sein. Jawohl, wir sind eine Runde weiter. Und jetzt geht's gleich rein gegen den BVB. Erling Haaland hier in der Karriere immer noch beim BVB möchte uns heute als Tabellenführer am 10. Spieltag ärgern. Der BVB ist 5. und wir blicken auf die Startformationen. So startet der BVB. Nicht wirklich überraschend. Wir kennen den Großteil der Mannschaft ja. Kobel, der Kapitän, vorne Haaland, Madueke, Bavua. Ja, so oder so ähnlich haben sie ja auch im Pokalfinale gegen uns gespielt. So, und dann die Bayern mit De Ligt heute als Kapitän. Jabir neben Meier im Zentrum. Und vorne haben wir Samuel Lorenz vor Gasch, Peter Ziegler und Oliver Ziegler. Selektion, Oliver Ziegler. Der Verteidiger Ofia ist es, glaube ich. Gerade so noch den Fuß hochbekommen. Und jetzt geht es direkt in die andere Richtung. Haaland, Madueke nochmal ins Mittelfeld. Das könnte heute wieder einmal ein mächtiger Schlagabtausch werden zwischen den beiden großen Mannschaften in Dortmund. In Deutschland. Dortmund ja auch letztes Jahr Vizemeister und halt Vizepokalsieger. Aber von Vize kann man sich nicht viel kaufen, fragt man Leverkusen nach. Madueke gegen Robinson, das englische Duell. Wieder einmal hier auf der linken Spielseite der Bayern, rechte Spielseite der Dortmunder. Die beiden kennen sich mittlerweile ganz gut aus etlichen Duellen, die wir ja gegen den BVB bereits bestritten haben. Und Oliver Ziegler scheint heute wieder einmal der Mann zu sein, der den Ball hier nach vorne trägt. Nächste Gelegenheit für ihn, wurde gerade noch so gestoppt, aber ja, die Nummer 20 ist wieder brandgefährlich. Gascht jetzt aber mal und da ist Lorenz das erste Mal. Schwieriger Schuss, macht da fast noch das Beste draus. Madueke mal mit Feld vor sich. Haaland wartet in der Mitte. Ja, da will Haaland den Ball natürlich nicht so gerne haben, aber der zieht jetzt trotzdem zum Tor und legt ihn quer. Und dann fehlen Zentimeter. Schwarz, nochmal Madueke. Haaland, wir werfen uns rein. Bavua und Zimmermann. Ja, da muss der BVB eigentlich in Führung gehen in dieser Szene. Riesengelegenheit mit mehreren Abschlüssen in der Zeitquelle. Haaland, Zimmermann. Dortmund vielleicht gerade ein bisschen besser. Sie haben auf jeden Fall die größeren Chancen. 5 Minuten sind es noch zur Pause. Madueke, hier Reingabe. Das war gefährlich. Ziegler, zu viel Platz. Und dann mal aus der Distanz. Gut gehalten natürlich auch von Gregor Kobel. Und mal eine Ecke für uns. Wieder Oliver Ziegler. Ja, und wieder Kobel. Nee. Ach, Jungs! 0-0 zur Pause und dann kommst du so raus. Erst pariert Zimmermann noch einen super Fernschuss von Schapanenko. Und dann die Ecke darauf. Das ist eine Frechheit. Ich habe A gedrückt. Das war schon dumm. Ich hätte B drücken müssen. Aber ich habe mit Robinson A gedrückt und ich weiß nicht, wieso er dann verweigert, zum Ball zu gehen. Also was anderes ist es ja nicht. Er hat das Bein schon da und dann nimmt das weg. Keine Ahnung. Vielleicht kam dann Zuro vom Torhüter. Oder Haaland hat ihn mies hops genommen. Auf jeden Fall trifft Haaland zum 1. De Ligt. De Ligt. Ui. Uiuiuiui. Jetzt hat er den Verteidiger aber keinen Bock mehr auf ihn. Der BVB, nächster Distanzschuss. Diesmal leichtes Futter für Zimmermann. Ja, wir müssen jetzt irgendwie zurückkommen in diese Partie. Vincent, da ist Lorenz und da ist Peter Ziegler. Und da sind wir zurück in der Partie. Das ging jetzt schneller als gedacht. Gerade noch gesagt und jetzt klappt es auch schon. Let's go. Peter Ziegler, 5. Saisontreffer nach den 4 Toren gegen Köln. 5. Tor in der Bundesliga. Gute Reingabe von Robinson. Dann macht Lorenz, Lorenz Dinge. Und der Ball landet mit etwas Glück bei Peter Ziegler. Und der lässt Kobel aus kürzester Distanz keine Chance. Madueke auf dem Weg zur Antwort. Ey, das ist bodenlos, Jungs. Das ist bodenlos verteidigt. Schapanenko auf Ausgleich. Erneut die Führung. Guckt ihr das an? Also erstmal Robinson ist natürlich völlig fehl am Platz. De Ligt kommt nicht hinterher. Schwarz kriegt den Passweg nicht zugestellt. Zimmermann ist die ärmste Sau.
Jungs, also so wird man nicht Meister. Wir wechseln doppelt, Torschütze geht raus, Musiala ist zurück, gibt sein Verletzungs-Comeback und Xabir geht runter für Kapitän Kimmich. Ja, dass Guardiola noch nicht runter ist, ne? Das ist jetzt das dritte harte Foul von dem an Oliver Ziegler. Er sieht endlich gelb dafür, aber hätte längst mit Gelb-Rot schon runter sein müssen. Milch in die Tiefe, Oliver Ziegler, jetzt darf Guardiola natürlich nicht mehr so hingehen und der macht genau das und jetzt fliegt er. Und jetzt fliegt er und das völlig zurecht, weil das ist dumm. Das ist auch einfach nur dumm. Der hat so viel Glück schon gehabt, dass er überhaupt noch spielen durfte. Und jetzt hat er es endgültig übertrieben, ja. Also, natürlich, das nimmt Oliver Ziegler ganz dankend dann. Wenn er es so machen, Bavois geht runter, offensiver, dafür Außenverteidiger Dalot kommt in die Partie. Und jetzt eine riesen Freistoßgelegenheit. Joshua Kimmich, der Routinier, legt sich das Ding hin, um den jetzt hier vielleicht aufs Tor zu zirkeln. Kimmich, oh, ganz, ganz knapp. Ich weiß nicht, Kobel oder Pfosten oder die Kombination aus beiden, aber es war richtig eng. Musiala, der bringt natürlich nochmal was Neues jetzt rein in die Partie. Robinson, dieses Mal kommt die Flanke nicht durch. Kriegt er den noch? Ja, nee. Wir bleiben dran. Jetzt in Überzahl müssen wir hier noch einen Punkt mitnehmen aus Dortmund. Und Dortmund macht das so stark jetzt. Die gehen komplett auf Entlastung. Ab zur Eckfahne, dann das Ding mal reinflanken. Das kostet uns so viel Zeit alles. Und zwar da Loh aufgerückt. Da ist Lorenz. Lorenz nochmal rüber muss ja. 5 Minuten noch, Ziegler durch, Kolar kommt rein. Und Dortmund nach wie vor super abgezockt. Super abgezockt, wie die das wieder. Ja, unfassbar. So, jetzt haben wir die Kugel nochmal. Kolar nimmt Lorenz mit. Oh, der Ball ist zu weit für Gasch. Was ein Scheißpass. In der 90. Minute verspielt man sich hier so nochmal eine Chance. Gasch macht das stark. Ja, und dann kommt der Ball nicht. Nee, Dortmund wird hier den Dreier mitnehmen. Und das geht in Ordnung, weil Dortmund ja, das einfach super gut gemacht hat. Die haben es super gut gemacht. Wir waren wieder mal zu blöd, um hier unsere Performance auf den Platz zu bekommen. Und heute rächt sich das erste Mal. Wir verlieren zum ersten Mal in der Liga. Mit 2:1 ausgerechnet auswärts in Dortmund. Ja, wir haben wirklich die Ausgleichschance einfach mies liegen lassen. Das muss man so ganz klar sagen. Ja, in dieser Folge werden wir jetzt dann nur noch gegen Newcastle simulieren und dann in der nächsten Folge geht es weiter, unter anderem erneut gegen RB im Pokal. Das wird auch wieder eine spannende Geschichte nach dem Spiel in der Liga. Leverkusen würde ich dann gerne spielen und mal gucken, was noch. Oliver Ziegler, Entwicklungsplan abgeschlossen, aber nicht hochgegangen. Das ist ein bisschen schade, aber wenn wir den hier wechseln, würde er sehr, sehr schnell ja, die nächste Stufe erreichen. Deshalb machen wir das mal. 5 Sterne Recall finde ich ein bisschen übertrieben. Deshalb machen wir mal den Entwicklungsplan, der 11 Wochen dauert. Und Albrecht würde gerne spielen. Ja, Albrecht darf auch spielen. Wahrscheinlich aber nicht auf der Position, wo er wollte. Denn er muss wieder als Rechtsverteidiger aushelfen. Rivera fehlt ja bei Newcastle. Also haben wir da ein bisschen weniger Angriffsgefahr. Wir gehen rein. Kimmich als Kapitän wird trotzdem nicht leicht. Okay. Siegmund trifft, Sakho trifft, Williams und Luis. Wir verlieren in der Allianz Arena 4:0. Ja, und da sieht man einfach nur nochmal, dass die Heimsimulation in FIFA 22 absolut kaputt ist. Also ich hoffe, das wird mit FIFA 23 besser. Ja, wir haben jetzt noch hier 1, 2, vielleicht noch 3 Folgen in der Bayern-Karriere. Es werden alles so lange Dinger wie jetzt. Ja, irgendwie müssen wir halt die letzte Saison noch durchbekommen. Ich habe halt richtig Lust, noch mit den Jungs zu spielen. Sehr, sehr guter Monat Oktober. Der November hingegen hat so richtig schlecht begonnen. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Vor allem auch in Sachen FIFA 23 dann mit dem BVB. Unter anderem werden wir dort eine Karriere starten. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht es gut und ciao.